Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich heiße Sophia und bin dein Coach für das Arbeitsblatt Bestimmtes Integral. Du findest dieses Arbeitsblatt auf der unten angegebenen Website. Bitte lade dieses herunter und halte es griffbereit. Am besten ist es sicher, wenn du das Arbeitsblatt sogar ausdrucken kannst. Unsere gemeinsame Reise durch das Arbeitsblatt Bestimmtes Integral behandelt den Begriff und Nutzen des bestimmten Integrals. Dabei wird uns die Fläche A, die von der horizontalen Achse und dem Graphen einer Funktion f in einem angegebenen Intervall eingeschlossen wird, wie ein roter Faden durch die gesamte Videoreihe begleiten und deren Berechnung unser übergeordnetes Ziel darstellen. Vorerst werden wir die Fläche A mit Hilfe von Rechtecksflächen abschätzen. Einerseits werden wir dies mit Untersummen machen, das sind Rechtecke, die unterhalb des Funktionsgraphen liegen, und andererseits werden wir dies mit Hilfe von Obersummen machen. Das sind Rechtecke, die oberhalb des Funktionsgraphen liegen. Offensichtlich zeigt sich dann, dass die Untersumme un kleiner gleich der Fläche A und diese kleiner gleich der Obersumme on ist. Anschließend werden wir die Fläche A nicht nur durch Obersummen oder Untersummen, sondern auch durch sogenannte Zwischensummen abschätzen. Bei Zwischensummen sind die gebildeten Rechtecke teils oberhalb und teils unterhalb des Graphen der Funktion. Wir werden auch feststellen, dass wenn wir die Zerlegung des Intervalls verfeinern, die gebildete Zwischensumme, Obersumme oder Untersumme die Fläche A immer besser beschreibt. So kommt uns die einleuchtende Idee, dass wir die Anzahl der Teilintervalle n gegen unendlich gehen lassen und wir so bei Bildung des Grenzwertes der Zwischensumme, Obersumme oder Untersumme schließlich die orientierte Fläche A, die das sogenannte bestimmte Integral der Funktion in dem Intervall ist, erlangen. Also bei der Berechnung der orientierten Fläche und so auch beim bestimmten Integral werden die Flächenstücke, die unterhalb des Funktionsgraphen liegen, mit einem negativen Vorzeichen versehen. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame mathematische Reise durch das Arbeitsblatt Bestimmtes Integral.